Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode aus dem Leben des Lazarus, dem agonischen Dieb. Und wie sehr uns Utgard doch hier anschmachtet. Ja, okay, willst du uns was sagen vielleicht? Es soll uns jetzt nicht ablenken. Erstmal gehen wir wieder hier runter. Gegessen haben wir, haben gut geschlafen, getrunken und damit ist alles okay. Unsere heutige Aufgabe wird darin bestehen, die Skoma-Höhle außerhalb von Rifthorn zu klären und zu schauen, dass uns das ganze Skoma in die eigenen Hände fällt. Denn wir sind in der Diebesgilde, aber wir können es wirklich nicht erlauben, dass irgendwo außerhalb unseres Regimes der Skoma-Handel blüht und noch gute Leute von Rifthorn, die ja eigentlich unsere Geldquelle sind, irgendwie noch an dem Skoma hängen bleiben. Das wäre ja ganz schrecklich. So, dann wollen wir mal sehen. Kommt leise mit. Al wird euch strafen. Was? Wer wird uns strafen? Ah, ein paar Wölfe. Jetzt sind sie weg. Und ein paar Wölfe umbringen. Na, das ist keine große Kunst mehr für uns. Das ist höchstens noch nervig. Okay. War's das? Nein, noch einer. Ein kleiner Roter. Nichts womit wir, wenn ich fertig werden kann. Jetzt mal schauen, ob das Satteln auch gut funktioniert. Komm, steigt auf eure Pferde. Warum haben wir nur ein Pferd? Sollte hier nicht noch ein drittes stehen irgendwo? Also die Wölfe können es ja nicht getötet haben, sonst wäre es ja wohl noch irgendwo hier oder zumindest die Leiche davon. Ist da noch irgendwas? Oh, da ist ein Kaiserlicher. Keine Ahnung, was der da tut. Aber wo haben wir denn unser anderes Pferd? Hallo? Ich habe so viel Geld dafür ausgegeben, das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Naja, wir müssen sowieso noch eins für unseren neuen kaufen, aber eben eigentlich nur eins und keine zwei. Ah, okay, es sind ja doch zwei Pferde. Gut, dann können wir ja doch weiter rennen und noch ein weiteres Pferd kaufen für unseren neuen, beziehungsweise für den, der jetzt kein Pferd hat. So wie ich das gesehen habe, war das Utgard. Okay, das ist noch der falsche Weg. Aber wenn wir an der Stadtmauer bleiben, müssten wir ja eigentlich einfach zum Stall kommen. Der ja an der Haustür liegt. Also an der am Haupttor, besser gesagt. Nicht unbedingt der Haustür. Ah, und es ist doch noch sehr früh. Dieser Morgennebel erschwert doch die Sicht ein wenig. Und vor allen Dingen die Aussicht. Gut, dann wollen wir mal sehen, was er für ein Pferd verlangt. Draußen ist hier niemand, müssen wir wahrscheinlich rein. Nein, du bist der Neue. Servus. Ihr seid wohl zu faul zum Gehen. Tja, dann seid ihr am richtigen Ort. Ich muss noch Pferde beschlagen, also beeilt euch. Ist bestimmt gefährlich, außerhalb der Mauern zu leben, was? Ja. Ich habe hier vor nichts Angst. Nur Schwächlinge verstecken sich hinter Mauern. So? Nein, ich bin kein Schwächling. Ich würde sogar wetten, dass ich die stärksten Arme in ganz Himmelsrand habe. Bestimmt irrt ihr euch. Oh, da habe ich wohl einen Herausforderer. Wie sieht's aus? Eine Wette unter Freunden. Mein gesamter Geldbeutel mit Septimen, dass ich euch im Faustkampf besiege. Wenn ihr einschlagt, kämpfen wir, bis einer von uns aufgibt. Du willst wirklich einen Agonia im Faustkampf herausfordern? Na, da mache ich immer mit. Gut. Aber denk daran. Wir kämpfen anständig. Keine Waffen, keine Tricks und auch keine tollen Zaubersprüche. Ja, kein Problem. Los geht's. Meine Krallen sind stark genug. Ihr hättet nie herkommen sollen. Was sagst du dazu? Du hast doch keine Chance. Na, komm her.
Ja, das sollte kein Problem sein, der verliert ja die Energie. 12? Was? Auf den Großen? Ich hoffe, du meinst mich damit. Du warst das, oder? Wer hat euch denn das Kämpfen gelehrt? Hoch mit den Fäusten! Ich glaube es nicht. Ihr hattet wohl recht. Gut, dass es dir noch so früh einfällt. Überhaupt nicht. Es ist schön, ab 200, und zu mal an eurer Stelle zu stehen. Ich sollte wohl nicht so viel prahlen. Das wird teuer. Wohl wahr. Sind euch hold, mein Freund. So, kann ich jetzt auch ein Pferd kaufen? Mögen die Götter. Ihr wart ein guter Kämpfe Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Ich hab dich verprügelt. Das ist ein guter Freund für dich. Sehr schön. Kann ich denn jetzt ein Pferd kaufen? Aber gerne. Was zahlt ihr? 1000. Verkauft. Sie gehört euch. Und sie ist schon gesattelt. Schön, schön. Bis zum nächsten Mal. Was braucht ihr? So, dann wollen wir mal sehen. Das ist unser neues Pferd und das ist unser altes. Wir nehmen natürlich den Güldenen. Das unterstreicht unsere Stellung als Anführer. Und wo sind jetzt die anderen Pferde? Dort hinten stehen sie. Warum stehen sie denn so weit weg? Beziehungsweise eins steht da. Ah, okay, beide stehen da. So, Utgard, da ist dein Pferd für dich. Und sehr schön. Sie satteln alle beim ersten Versuch auf. Dann wollen wir mal auf die Karte blicken. Hier nach Norden. Die Straße lang nach Schorstein. Und hier machen wir dann kurz eine Rast und gucken auf die Karte wieder. Dumm-di-dumm. Dann reiten wir mal ein bisschen und schauen, ob auch alle ihre Pferde haben. 1, 2, 3, sehr schön. Und alle haben so dreckige Pferde und ich habe einen schönen gewaschenen goldenen. Wunderbar. Oh, machen wir mal kurz einen Speicherstand. Und reiten weiter. Immer dem steinigen Weg entlang, immer weiter geradeaus. Ist es dort hinten schon Schorstein? Scheint irgendein Kampf stattzufinden. Ah, interessiert uns. Oh, was war das für ein Schatten? War das wieder ein Drache? Festung Grünwald. Oh mein Gott. Oh mein Gott, weg hier. Aua, 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 aua. Weg hier. So, und jetzt hoffentlich greift er die Pferde nicht an. Das wäre echt schade. Wo bist du? Naja, wenigstens ist das Wetter jetzt wieder schön episch für einen Drachenkampf. Aber wer kämpft denn da eigentlich? Ein riesiger Säbelzahntiger. Okay, machen wir den erstmal klein. Oh, das ist eine trainierte... Entschuldigung. Okay, ich gehe vielleicht doch erst auf den Drachen. Nein, natürlich. Wegen Inschlacke gehen die wieder auf mich. Das ist doch schrecklich. Au, 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 au. Komm, erst den Drachen dann. Vielleicht hilft uns der Drache ja auch bei den Dämmerstern oder Dawnguard-Wachen. Und der geht natürlich jetzt auf Banditen, auf alles. Und okay, schlag mal die Leute da, das gerade nicht. Na, ah, ich bin zu weit weg. Ah, komm schon. Oh, was für ein riesiger Kampf. Vier Fraktionen. Wir, die Dämmerwache, der Drache und irgendwelche Banditen. Wahnsinn. Oh nein. Oh Mann, warum kämpfen alle gegen mich? Da müssen wir einen Heiltrank trinken. Die Heilung, warum nicht? Hoffentlich ist jetzt nicht die ganze Dämmerwacht sofort gegen uns, wenn wir mal irgendwann beitreten oder so wollen. Naja, selbst wenn, dann spielen wir halt für die Vampire. Ist ja kein Problem.
Gut, und jetzt haben sie auch von uns abgelassen. Ich werde euch töten. Doch, nicht Mist. Gott, und die schlagen richtig, richtig heftig zu. Oh, lass mich doch in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Okay, wir müssen die wieder töten. Weg da. Oh, ich habe gar keinen Überblick über die. Also da kämpft Utgard gegen einen der Dämmerwacht. Dann töten wir den zuerst. Keine Gnade, auch nicht für Dämmerwacht-Anhänger. So, was haben die denn so dabei? Gold? Na und, oh, was haben wir da? Vermindert den Schaden durch Vampirangriffe. Ach nee, brauchen wir nicht unbedingt. Das passt. Fügt Vampiren zusätzlichen Schaden zu, brauchen wir auch nicht. Auch wenn wir doch relativ häufig gegen Vampire gekämpft haben, aber sie schienen jetzt nicht so schwer zu sein, als dass wir da wirklich Waffen dafür bräuchten. Der Tod ist stark überbewertet. Das war ein schöner Spruch, ja. So wie der Schlaf stark überbewertet ist. Stahlbolzen und okay. Das sieht alles gut aus. Und der Drache hat sich verzogen. Ist da jemand? Nee, da ist noch einer, okay. Huah! Ach, okay, warte, der ist gar nicht gegen uns. Aber dass der Drache jetzt weg ist, wundert uns doch. Da ist er ja doch. Ah, aber wo sind unsere Pferde? Da steht eins. Ah, die sind jetzt sicher in der ganzen Gegend verteilt. Wenn sie nicht sogar tot sind. Da ist nochmal diese Säbelzahnkatze. Verdammt, wo seid ihr hin? Meinst du den Drachen? Keine Ahnung, wo der sich gerade rumtreibt. Ich würde sagen, versuchen wir aufzusatteln und den Drachen jetzt nicht weiter zu beachten. Auch wenn sein Rauen in der Ferne noch Schrecken uns erbietet, müssen wir ja vielleicht ihn nicht bekämpfen. So, hier ist ein Pferd und da ist ein Pferd. Sattelt sie. Na komm, einer, der zweite. Und jetzt, wo ist das dritte Pferd abgeblieben? Hm. Also sehen tue ich es noch nicht, aber es müsste ja dann in dieser Richtung irgendwo sein. Hoffen wir doch zumindest. Hallo? Du Gaul? Da. Nee. Das ist ein Elch, Mist. Och nee, wir haben doch gerade ein neues gekauft. Das darf jetzt nicht verschwunden sein. Hm, aber ich sehe es nirgendwo und da ist wieder der Drache. Oje, oje, oje. Aber nee, das ist ein Bär, verdammt. Ein Bär mit Bärlingen. Oder wie heißt ein kleiner Bär? Jung? Keine Ahnung. Aber wir wollen doch nur das Pferd finden, Mensch. Das ist halt echt blöde, wenn gerade ein Drache angreift. Bei einem Pferd wäre es ja kein Problem, vor allem wenn es unser eigenes wäre, aber... Ach Mensch. Ist es vielleicht irgendwie reingelaufen, kann das sein? Ich sehe wirklich nur den blöden Elch hier. Nein, hier ist kein Pferd. Und es wird wieder dunkel. Na toll. Eins, zwei und Utgard läuft. Mist. Kannst du dein Pferd nicht selbst wiederfinden? Müssen wir das echt für dich suchen? Nervig. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange wir danach suchen sollen. 1000 Goldstücke sind schon ganz schöne Investitionen gewesen. Die würde ich wirklich ungern verlieren, aber wenn wir es jetzt gar nicht finden, ist natürlich blöde. Es wäre toll, wenn es dafür so eine Art Marker gäbe. Hier ist ein Pferd. Nee, aber hier sind wir schon wieder zu weit. Ich glaube nicht, dass es dort war.
Ach, ist das ein Beschiss mit Entfernen. Oh je, oh je. Da haben die Pferde so lange gehalten. Nee, 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 wir können jetzt keinen Bärenkampf angehen. Zwei Bären. Tja, da muss Utgard wohl laufen und wir suchen dann mal ein neues Pferd für sie, wenn es sein muss. Das ist doch jetzt echt schade. Vielleicht hätte ich auch einfach nicht vom vor dem blöden Pferd absteigen sollen, dann wäre es natürlich kein Problem gewesen. Gut, aber jetzt laufen wir nochmal außen rum, vielleicht ist es ja irgendwo hier, aber es hat keine Priorität mehr. Nee, ich finde es einfach nicht mehr. Schade, schade, schade. Na gut, hoffen wir, dass Utgard auch so mit uns mithalten kann. Ich hoffe, der verkauft uns gleich nochmal ein neues Pferd, wenn wir zurückkommen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Oder vielleicht stehlen wir auch einfach eins. Mal sehen. So, da ist auf jeden Fall wieder die Straße. Ich muss mal gucken, ob es dafür nicht einen Mod gibt, der die Pferde ein bisschen an uns bindet und der dafür sorgt, dass wir niemals das Pferd verlieren. Schornstein also. Gut, und da kommen unsere Leute. Sie kommen nur nicht durch das Getröse. Schön, schön. Gut, dann. Ah, nee, schade, es ist nur ein anderer. Ich dachte, die Pferde kommen doch automatisch zu uns zurück. Das wäre schön gewesen. Gut, schauen wir nochmal auf die Karte. Den Weg weiter, bis eine Kurve kommt und dann mal schauen, ob wir direkt nach Norden können. Und ich würde ja wirklich gerne wissen, was diese kleine Anzeige da oben in der Mitte zu bedeuten hat, wenn sie von blau zu gelb oder rot schwingt. Oh, ein kleiner Bandit, um dich kümmern wir uns jetzt nicht. Und ihr habt offenbar eine Frau getötet, was seid ihr für Barbaren? Gut, und von hier aus müssten wir doch jetzt direkt nach Norden irgendwie können. Was? Können wir vielleicht auf den Weg hier hinten? Nee. Nee, gut, dann laufen wir halt den langen Weg. Mit den Pferden dauert es ja eigentlich nicht besonders lange. Mensch, und überall sind diese Wildtiere. Ganz schön ungezähmte Wildnis, was hier in Skyrim ist. Nein, das ist eben kein Cyrodiil, wo alles geordnet ist. Gut, und jetzt müssten wir doch irgendwann ja hier lang und dann kommen wir auf die Straße. Also noch ein ganz schöner Weg. Mein Gott, wir waren ja richtig hoch. Ich habe gar nicht realisiert, dass Rifton so weit hoch in den Bergen liegt. Ja, ja, Wolf und Bär töten sich gegenseitig. Das ist ja schön. Was haben wir da? Ein wildes Pferd? Nee. Jetzt will ich überall Pferde sehen. Furchtbar. Ein Wolf, lasst uns doch in Ruhe. Setzen wir kurz zum Sprint an. Und zum Galopp. So, wieder Wölfe und hier geht's hoch, richtig? Jupp. Das ist der Weg. Ganz schöne Offroad- oder Querfeldeintour, die wir hier erledigen müssen. Soppala. Aber was denkt man? Eine Skoma-Höhle ist natürlich gut versteckt. Das macht durchaus Sinn an dieser Stelle. Gut, und wie weit noch?
Jetzt geradeaus, okay. Und ich denke, den Rückweg werden wir dann den Weg nochmal weitersehen. Bin ich auf dem richtigen Weg? Jupp, das ist die richtige Kreuzung. Gut, dann steigen wir hier doch direkt ab. Ein Banditenwolf, interessant, ist der stärker? Nee, das ist eine schwache Art. Warum gehen die aber auch immer direkt auf die Pferde? Diese bösen, bösen Wölfe. Okay, er hat uns schon gesehen. Dann natürlich in den Nahkampf. Oh, und warum hat der denn eine kaiserliche Rüstung? Der Türsteher, das ist ein schöner Name. Könnt ihr uns helfen? Hallo? Ich rufe euch mal lieber. Zu mir, Leute, zu mir. Aua. Wer schießt denn da hinten mit Blitzen? Das ist unser neuer. Endlich jemand, der gescheite Zaubersprüche beherrscht. So, und was hast du dabei? Ein Pelzschild. Und ein Apple Pie nehmen wir immer gern mit. Lecker, lecker Apfelkuchen. Ist da drin irgendwas? Sieht jetzt nicht gerade danach aus. Vielleicht nachher. Jetzt geht's erstmal in die Skoma-Höhle. Okay. Können wir mit dem vielleicht reden? Hallo? Nein. Natürlich nicht. Willkommen, Christoph. Aber er ist der Namenlose. Wie schön. Der Namenlose, das gefällt mir. Stirb! Ich sage, stirb! Ich glaube, das ist wirklich der erste Gegner ohne jeden Namen, den ich je gesehen habe. Tötet ihn, tötet ihn. Ja, sehr schön. Oh, war hinter uns noch jemand? Hallo? Warum geht ihr auf unseren Gefährten? Warte mal. Haltet ein. Ach Gott, der Schutzgeist macht echt Probleme. Wir müssen ihn dringend, dringend austauschen. Und weißt du was? Wir schicken ihn jetzt in Urlaub. Das ist mir echt zu blöd mit diesem blöden Begleiterwolf. Hey! Okay. Ja, was soll ich jetzt machen? Werkzeuge vielleicht? Nein. Begleiterbefehle, haltet ein. Das werdet ihr büßen! So, können wir jetzt mit ihr reden? Nein, er ist immer noch gegen uns. Dann verlassen wir mal kurz die Höhle und hoffen, dass sich das dann auflöst. Und alles nur wegen diesem blöden kleinen Schutzgeist. Echt super nervig. Okay, dann rufen wir sie nochmal zusammen. Und kämpft ihr jetzt gegeneinander? Nein, gut. Du gefällst mir nicht. Gib mir all dein Zeug. Also außer deine Kleidung. Ich will dich hier nicht nackt zurücklaufen lassen. Aber auf jeden Fall gibst du mir die Seelensteine wieder. Die Liebeskapuze. Der Dämmerbrecher. Ja, alle deine Seelensteine. Alle deine Zauberstäbe. Die Rüstung kannst du behalten, die brauchen wir nicht mehr. Und ich glaube auch nicht, dass unser neuer ein Schild braucht, also kannst du die Schilde von mir aus auch behalten. Gut, und jetzt trennen sich hier unsere Wege. Wie ihr wollt. Passt da draußen auf euch auf. Und falls ihr mich noch einmal benötigen solltet, wisst ihr ja, wo ihr mich finden könnt. Dich werden wir nicht mehr gebrauchen können. So. Ja. Und du und wieder. Ja, furchtbare Clipping-Fehler.
Ich wollte dich ja sowieso ausrüsten, dann machen wir das eben jetzt on camera und nicht off camera, wie wir es eigentlich vorhatten. Erstmal legt alle eure Sachen ab. Hier draußen sieht dich schon jemand, macht dir mal keine Gedanken. Automatischer Kleiderwechsel. Ja, bitte. Gut. Und jetzt gebe ich dir... Warte mal, ich weiß noch gar nicht, was du kannst. Nochmal zurück. Ist jetzt sicher ein bisschen langweilig, aber mache ich jetzt einfach mal so. Könnt mich ja verklagen, wenn es euch nicht gefällt. Zauber, hast du noch andere Zauber? Okay, ja, doch, hat einige gute Zauber. Ich finde das gut. Spezielle Fähigkeiten, was hast du da? Nichts. Ah, du hast Magierüstung, Magieresistenz, Regeneration und Erfrischung. Und sogar verstärkter Blitz. Okay, also wenn ich irgendwas für Blitze habe, gebe ich dir das. Dann, was hast du sonst noch für Talente? Schauen wir mal. Er ist ein Kaiserlicher, okay. Das macht ihn schon mal eher sympathisch als ein Nord. Schleichen kann er ganz okay. Aber seine Stärke liegt auf jeden Fall im Zaubern. Gut, dann gebe ich dir jetzt was zum Anziehen. Will ja nicht, dass du da im Lendenschutz dir was abfrierst. Deine generelle Bekleidung bitte. Was haben wir denn da? Ja komm, dann kriegst du die Banditenarm. Wenn wir gerade über haben, ist das ja okay. Alles, was der Bandit so mag. Und du kriegst noch eine Diebeskapuze, davon habe ich jetzt zwei. Sieht jetzt vielleicht nicht besonders toll aus. Ach, weißt du was, ich nehme die Schattenrüstung und gebe mir die wieder. Das sieht doch schrecklich aus irgendwie. So, das ziehst du nicht an, weil du die Diebeskapuze hast. Und Schuhe. Was habe ich denn an Schuhen noch da? Ich habe nicht mal meine an. Okay, dann kriegst du die. Und ich ziehe gleich meine an. Oh, sollen wir dir die vielleicht geben? Naja, die hat ja nur einen Wert und sonst nichts. Aber du kriegst auf jeden Fall noch meine ganzen Seelensteine. Nein, den kriegst du nicht. Das entlastet uns. Und du bist ja der Magier. Vielleicht kannst du ja damit was anfangen. Gut. Dann noch die Zauberstäbe. So, und das muss reichen. Naja, es sieht nicht gerade wie ein Magier an, aber... Irgendwann finden wir schon noch was. Und du? Wir halten an. Was ist los? Die im Boden versinkende, jetzt endlich wieder auftauchende, kriegst von mir eine ganz, ganz tolle Waffe. Rucksack. Nein, falsch. Zurück. Deine generelle Bekleidung bitte. Und dann nehme ich dir die ab und gebe dir den mächtigen Dämmerbrecher. So. Na, gut, also sie ist wirklich gut ausgerüstet mittlerweile. Ich bin echt am Überlegen, ob wir sie nicht behalten sollen. Aber ehrlich gesagt, ich hätte lieber einen Mann als Krieger. Ich vertraue Männern in Kriegerposition doch etwas mehr. Wir halten an. Was ist los? Und jetzt endlich ohne diesen blöden Begleiterwolf hier hinab in die Skoma-Höhle. Och, der Namenlose, der existiert wirklich so wenig, dass ich ihn nicht mal durchsuchen kann. Interessant. Zwei, drei. Was hat er sich dabei nur gedacht? Was hören wir dort hinten? Der arme Teufel konnte nicht sehen, wie ich das Ass aus meinem... Bleib mal kurz hinten, ich will gucken, was da abläuft. Ah ja, unsere Stiefel wollten wir noch anziehen.
Damit wir uns auch lautlos bewegen können. So, was haben wir denn da? Kommen wir an einen von denen dran? Geh zur Akademie, sagte Vater. Springen wir hier runter. Verstanden, hat er gesagt. Woher sollte ich denn wissen, welche Akademie er gemeint hat? Haha, auch ein interessanter Kommentar. Und jetzt können meine Begleiter wiederkommen. Wir haben hier wohl einen Helden. Und ein Wirt, okay. Ich hoffe mal, die waren auch unsere Gegner. Aua! Da ist ja noch ein Magier. Macht das, versucht das. Ihr werdet nicht von Erfolg gekrönt sein. Der wird zuerst. Ah nein. Seit wann ist ein Magier, wird denn ein Magier, verdammt? Und warum haben sie immer diesen furchtbaren Spruch, der uns so schnell erledigt? Stirb! Na komm, noch ein Schuss. Okay. Oh, 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 oh. Nein, springen wir erstmal von ihm weg. Was ist bloß mit meiner Utgard los? Die ist richtig buggy im Augenblick. Aua, wir haben uns gerade geheilt. Ha. Schlimm, schlimm, schlimm. Gut, aber jetzt wissen wir ja, dass wir nicht unbedingt auf die Spieler zuerst gehen müssen. Immerhin das. So. Bleibt hier mal zurück. Okay, und wo war dieser Schlechte? Ist der da unten? Nee, wer ist denn das? Toter Spieler. Werden hier so. Geht zur Akademie, sagte Vater. Und dort hinten ist. Benutzt euren Verstand. Ja, aber eigentlich kein Problem. Also, das Problem ist noch. Akademie er gemeint hat. Können wir die auch was klauen? Na komm, klauen wir dir erst das Gold und dann töten wir dich. Leute, bitte zu mir. Und jetzt der Banditenwolf, bitte. Und jetzt der Schlechter zuerst. Atmen. Bleibst du bitte mal stehen? Danke. Na komm, aufladen. Okay, und jetzt macht der unsere gute Utgard fertig mit diesem blöden Magiezeug. Ah ja, jetzt knickt sie gleich ein. Das sehe ich schon kommen. Aua! Diese blöden Blitze. So. Ja, nö, warum sollte die auch auf den Magier gehen? Er ist ja nur ein ganz schwacher. Ja gut, aber wenn sie hier zu mir nicht kommen, werde ich hier natürlich den Bogen nutzen. Kann sich ja nur um Stunden handeln, bis der Schlechter endlich schlecht und tot ist. Aber die Rüstung gefällt mir sehr gut, die werden wir dann gleich unserem Magier geben. Wenn sie eine leichte Rüstung ist. Ich glaube nicht, dass ein Magier eine schwere Rüstung gerne anhat. Na, Mist, ich treffe auch niemanden aus der Nähe. Stier. Immer schön die Pfeile in den Rücken bohren. Irgendwann stirbt er. Ah, wir haben auch nur Eisenpfeile. Wir sollten vielleicht mal gescheite Pfeile nutzen. Na, Mist. Ah, bleib doch mal auf der Stelle. Mist. Kommen sie jetzt hier lang? Okay. Wir können das hier zwei, dreimal richtig schön ertreffen. Und drüber.
Ach, gut, dass die Gegner nicht springen können. Und hoch. Oh nein. Aua, aua, aua. Einer von den Schlägen fast unsere gesamte Energie. Jetzt hat er auch noch diesen blöden Flammenschutzzauber. Natürlich können Gegner auch unendlich mit Magie umgehen. Warum sollten sie auch Mana oder so brauchen? Schlimm, schlimm, schlimm. Uiuiui, also der Schlechte hat's echt drauf, muss ich sagen. So, jetzt können wir ihn aber doch hoffentlich töten. Oh mein Gott, selbst die Pfeile bleiben nicht mal in ihm stecken. Oh, das war ein schöner Schuss. Ah, aber der Schlechter war schon der Haupthändler. Okay, das, jetzt kann ich's verstehen. Wenn der Dungeon nur so klein ist, dann muss natürlich der Gegner stark sein. Okay, noch eine Fackel. Und jetzt möchte ich gerne deine Rüstung haben. Was haben wir denn da? Oh, Spellbinder Runic Armor. Ja, aber sie ist die perfekte Zaubererrüstung augenblicklich. Kriegt sie eben doch, mein neuer Zauberer. Das braucht er nicht. Und Altmeri Axtstab. Sieht ja geil aus und hat bei uns auch sehr viel Schaden gemacht. Aber der Dämmerbrecher ist sicher stärker. Hey, servus, du kriegst eine neue Rüstung. Braucht etwas? Nein, aber du brauchst was. Bitte die generelle Bekleidung anzeigen. Und gib mir wieder die Schattenrüstung. Dafür kriegst du diese zwar schwere, aber sehr, sehr geil aussehende Spellbinder-Rüstung. Ihr geht vor, ich folge. Das nenne ich ein Magier. So soll das sein. Aber ich bin sicher, hier gibt es noch eine Menge Skoma, was wir mitnehmen könnten. Ein Guardian Sword, das ist ja fast so stark wie unser, wie heißt dieser? Krummsäbel heißt er. Okay, aber wir bleiben bei den Krummsäbeln, solange wir keine zwei Waffen von ihm bekommen haben. Außerdem suchen wir ja immer noch den passenden Dolch, den agonischen Dolch. Gut, hier ist nichts drin, hier sind nur beschädigte Bücher. Und hier ist wohl die kleine Skoma-Werkstatt. Rauer Wüstling, ihr verfeinert euer Skoma also mit rauer Wüstling. Interessant. Lehrling, ja komm, schließen wir es ja schnell auf. Ah ne, müssen wir nicht, schade. Hätten wir unsere Fähigkeiten trainieren können. Na, komm schon. Hep. Hier nochmal eine Skummerwerkstatt? Nee. Aber wirklich? Nur drei Flaschen? Und hier beziehst du das? Komisch. Komisch, 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 komisch. Die Wolfskönigin Band 1. Ja, nehmen wir mit. Super, dann wollen wir mal wieder nach Rifton reisen. Das ging ja ziemlich schnell hier. Und da ist auch schon der Ausgang. So. Warum haben wir zurzeit immer... Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Warum haben wir zurzeit immer diesen blöden Kompass, wenn wir gerade aus der Höhle gehen? Und stirb. Und hier, boah. Graue Wölfe sind wohl auch nicht gerade einfach. Nein, nicht den Toten. Den Toten müssen wir nicht töten, der ist schon tot. Gut, gut. War's das jetzt? Mal sehen, was ihr drauf habt. Da noch.
Ah, komm schon. Ah, das kriegst du. Ein Tritt in die Leisten gegen oder in die Schnauze gegen. Oder so ähnlich. Oh je, schon wieder Drachengeheule. Okay, und wenn wir jetzt unser zweites Pferd finden und es nicht auch wieder abgehauen ist. Es ist abgehauen, natürlich. Ey, diese Pferde, die machen mich echt fertig. Jetzt haben wir eins gekauft. Jetzt müssen wir, wenn wir unsere Party vollständig haben, wieder zwei Pferde kaufen. Also das ist doch echt nicht normal. Ich finde hier echt kein Pferd. Und Utgard braucht ewig lang, um uns hinterher zu kommen. Also wisst ihr was, ich suche nach einem Mod und wenn es dafür... Ach Gott sei Dank, du hast ein Pferd gefunden. Wenn es dafür keinen Mod gibt, dass die Pferde ein bisschen besser behandelt werden, werden wir uns halt immer eins hercheaten, wenn wir eins verlieren. Da ist ein interessanter Riese. Auf der Straße. Wir lassen ihn mal lieber passieren, bevor wir die Straße hochrennen. Okay. Aber was ist das? Der hat eine Sturmmantel-Kriegerrüstung an, oder? Ja, rekrutiert tatsächlich Riesen für euch. Weshalb seid ihr den Sturmmänteln beigetreten? Ich will mir nicht von irgendeinem Elfenschnösel sagen lassen, also da müssen wir uns doch überlegen, ob die Kaiserlichen wirklich die bessere Wahl sind. Ich meine, sie haben Ulfric, einen Drachen, oder kein Drachenblut, aber zumindest jemand, der wie Drachen schreien kann. Und sie haben Riesen in ihrer Armee. Also da musste dieses Kaiserreich aber ziemliche Geschütze auffahren, oder? Was haben wir hier? Sollen wir kurz dorthin reiten und den töten? Schauen wir mal kurz auf die Uhrzeit. Nee, der Meuchelmord muss mal anders stattfinden. Runter oder nach links? Nach links, okay. Ja, der Tag war ja dann doch relativ ereignisarm. Jemand gefeuert, ein schönes Pferd verloren, für das wir erstmal 1000 ausgeben mussten. Aber immerhin den Skoma-Handel in Rifton unterbunden. Gibt Schlimmeres. Wir fühlen uns ja richtig ehrvoll nach so einer guten Aufgabe. Da müssen wir nachher gleich wieder was Böses tun. Und wir können aufsteigen, ne? Also immerhin das. Und können wir euch töten vielleicht? Ich habe mal wieder Lust, ein bisschen auf Ziegenjagd zu gehen. Ach. Und nochmal, sehr schön. Und sogar ein Level dadurch gekriegt. Na, das erfordert ja auch Geschicklichkeit, vom Pferd eine Ziege aus abzuschlachten. Was haben wir da? Ein paar Bärchen, kleiner Wolf. Was wir kriegen können, schlagen wir. Aber trotzdem vom Pferd aus kämpfen ist schon noch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Zumindest, weil wir entweder immer achten laufen müssen oder eben den Gegner mit dem Bogen treffen müssen. Wir aber den Gegner ja immer vor uns halten müssen. Also nicht einfach, gar nicht so einfach, wie es aussieht. Und noch ein paar Treffer mehr. Und hopp. Und töten. Und da noch einen. Sehr schön. Haha, das macht Spaß. Schors Stein. Sollen wir hier vielleicht einkehren? Aber hier gibt's ja gar nichts. Nee, das bringt's nicht. Oh, und er ist gestorben. Schade. Und noch eine tote Wache. Mein Gott, alles bringen wir um, nur am Vorbeigehen, weil wir so viele Wölfe und Bären mitbringen. So, aber... Ah, nee, das war diese Festung. Stimmt ja. Festung Grünwald. Kommt schnell, bevor eure Pferde zu viel Schaden nehmen.
Auch alles so leer hier, ganz komisch. Ja, da waren wir auch böse, haben einfach Leute von der Dämmerwacht abgeschlachtet. Hallo, fängst du dich? Ja. Oh, wahrscheinlich gerade wieder was Neues lernen. Wer bist du? Ah, das ist unser gefeuerter Recke. Sag bloß, du gehst jetzt auf Belrand. Immer noch, das wäre ja schrecklich. Komm, legen wir einen Gang zu. Zumindest solange es geht. Außerdem Rifton ist ja gleich dort hinten. Ja, und ich glaube, wir gehen danach noch in den Honigstich und geben hier jetzt alles ab, was wir so abgeben können. Das war, glaube ich, das Schwert bei dem Sohn des Jarls. Dann natürlich den Skoma-Handel, dass der abgeschlossen ist. Und, die drei Amethysten noch für den Ehering des Argonias. So, was machen wir zuerst? Gehen wir als erstes zum Jarl, würde ich sagen. Oder zur Jarl, ist ja eine Frau. Hier können wir auch ein bisschen Wasser auftanken. Ich habe keine Flasche mehr, sind sie alle noch gefüllt? Gut, gut. Und die Sonne geht unter. Und was für ein schöner roter Himmel. Schade, dass wir nicht ein bisschen höher sind, um den Sonnenuntergang wirklich zu genießen. So, jetzt wieder die höfische Maske aussetzen. Meine Jarl, ich konnte den Skoma-Handel unterbieten. Willkommen in Rifton. Ich hoffe, dass die Straße gut zu euch war. Gut gemacht. Ihr habt mit euren Taten eine Menge für die Leute von Rifton getan. Das will ich meinen. Bitte nehmt dies als Dank für eure selbstlosen Taten. Natürlich. Eure Ausbildung ist noch nicht. Streitkolben der Glut, okay. Ich freue mich schon darauf. So, dann bringen wir. Ich wünsche euch eine gute Reise. Wo war der? Da. Aus dem Weg. Der Sohn des Jarl hat keine Zeit für müßige Unterhaltungen mit Reisenden. Naja, aber ich habe etwas für dich. Das Schwert von Baus Balimunds Schmiede. Das hat ja ganz schön gedauert. Hier, das Schwert aus Balimund. Furchtbar. Gut, und jetzt mit dem Jarl nochmal reden. Maven ist eine der wenigen, der ich vertraue. Und ich gebe ihr sehr gerne meinen Segen. Ja, gnädige Frau. Du vertraust Maven. Ich werde dir die gute Nachricht überbringen. Das ist intelligent. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Gut, kann ich Rifton sonst noch irgendwie helfen? Ah, da seid ihr ja. Ich hatte mich schon gefragt, wann ihr uns wohl wieder besucht. Mein ich Verwalter bin nie hat weg mir gewesen. Mitgeteilt, dass ihr in Rift bereits auf euch aufmerksam gemacht habt. Einige unserer Bürger haben ihre Bewunderung kundgetan. Zum Beispiel die, die ich verprügelt habe für die Liebesgilde. Und worum geht es nun? Wie Mjoll seid auch ihr ein Champion unseres Fürstentums geworden. Ihr helft Leuten bei ihren Problemen nur auf und die unterstützt böse Seite. Sie nach Kräften. Als Jarl von Rifton ist es meine Pflicht, euer selbstloses Verhalten zu ehren, indem ich euch den Titel Tane von Rifton verleihe. Juhu. Es wäre mir eine Ehre, ihn anzunehmen und damit meine Tarnung besser zu verschleiern, dass ich für die Diebesgilde arbeite und die dunkle Bruderschaft. Bevor ich euch den Titel verleihen kann, gibt es noch eine letzte Voraussetzung, die ihr erfüllen müsst. So? Von einem Tane von Rifton wird erwartet, dass er einen Wohnsitz innerhalb der Stadtmauern hat. Bei meinem Vogt könnt ihr einen solchen Wohnsitz erwerben. Ihr werdet den Kauf sicher nicht bereuen. Nein. Kehrt zu mir zurück, wenn euch das Haus gehört. Dann erhaltet ihr den Titel. Ich wollte ja sowieso ein Haus. Ich wünsche euch eine gute Reise. In Rifton haben. Willkommen in der Festung Nebelschleier. 8000 Goldstücke. Von Jahr Leila. Das muss ja aber eine Villa dann sein. Ich möchte gern das Haus in der Stadt kaufen. Prächtig! Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Ich nehme es. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. So, dann gucken wir mal ganz kurz, wie viel Geld wir noch haben.
Geh mal weg, du blöde Benachrichtigung. 6000. Rifton, okay. Willkommen. Als Vogt von Rifton kann ich euch leider nur begrenzt helfen. Aber bitte, sprecht frei heraus. Ich würde gern mein Zuhause einrichten. Da helfe ich euch gern. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gern kaufen? Kann ich mir alles leisten? Mal schauen. 1000, 2000, 3100, 3900, 4300. Ja, gut, dann kaufen wir gleich alles. Sehr wohl, ich werde... Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, ja, bla bla bla. Du sagst da eh nichts Besonderes. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, Alchemielabor. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Verzauberungslabor brauche ich jetzt nicht wirklich. Der Garten. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Die Terrasse. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, ja, komm. Kauf mir gleich alles. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Und das Kinderzimmer. Ah, nee. Ja, nee, dann natürlich Kinderzimmer statt Verzauberungslabor. Wie ihr wünscht. Kommt wieder, wenn ihr neue Dekorationen für euer Zuhause erwerben wollt. Danke. Ihr seid in Rifton willkommen. Macht ihr mich jetzt zum Tarnen? Apropos, schauen wir ihn doch lieber so an. Bitte eine Eskorte vor. Willkommen in Rifton. Ich hoffe, dass die Straße gut zu euch war. So, ich habe das Honigheim gekauft. Dann erlaubt mir, euch offiziell in Rifton willkommen zu heißen. Unsere Stadt ist froh, euch hier zu haben. Jetzt muss ich euch nur noch den Titel verleihen. Bitte. Ich sollte euch danken. Ihr habt in der kurzen Zeit, die ihr hier seid, mehr Probleme gelöst als irgendwer an meinem Hof in seiner gesamten Laufbahn. Haha, du musst ja echt einen schrecklichen Hof haben. Ihr wart meinen Leuten in diesen finsteren Zeiten ein Leuchtturm der Hoffnung. Und das werde ich nie vergessen. Daher ernenne ich euch Kraft meines Amtes als Jarl zum Tane von Rifton. Ihr erhaltet außerdem alle Vorteile dieser Position. Glückwunsch. Naja, aber ganz ehrlich, wenn sie auch um Maven vertraut... sie ist schon eine sehr, sehr blöde Frau. Gut, hier sind wir erstmal fertig. Ach, und in welch himmlischen Licht im Abend doch Rifton getaucht ist. Allerdings auch ziemlich ruckelig. Da bin ich froh, dass ich jetzt gleich den Cut hier machen kann. Aber als erstes gucken wir noch ein bisschen unser neues Haus an. Nein, hier ist es auch nicht. Aber irgendwo hier müsste es doch sein. Hier vielleicht? Ja. So, dann wollen wir mal sehen. Ah, unser neuer Huskarl. Und unsere Leute stehen draußen, die Armen. Na komm, dann unterhalten wir uns erstmal ein bisschen mit dir. Warum während deines Kampfes? Was für Kämpfe. Naja, warte mal, ich bring mal die Leute her. Vielleicht bringt es ja was. Herbeirufen. Hallo? Selbst wenn ich euch herbeirufe, kommt ihr nicht rein? Da, na toll. Clipping-Fehler ohne Ende wieder. Oje, schrecklich. Hallo. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Gut, was ein Huskarl macht und was es heißt, ein Tane zu sein, weiß ich ja schon. Aber ganz ehrlich, dieses Gesicht sieht doch himmlisch aus. Ich glaube, das nehme ich mir mal mit. Vergeuden wir keine Zeit. Ja, bitte. Okay, und du? Ich bin noch da. Gib mir mal, warte mal, erstmal gucken, ob sie auch nach Kämpferin euch. Ist, aber sie sieht schon ich ziemlich so aus. Ihr müsst etwas für mich tun? Nein. Ich möchte gern wissen, was du so kannst. Zeig mir mal eine Übersicht. Na, okay. Einhändig, super. Bogen, super. Schwere Rüstung, super. Blocken, super. Ja, du wirst meine neue Kämpferin.
Auch wenn uns Utgard so schmachtend immer anblickt, aber das liegt ja auch eher an der Maske und wahrscheinlich kann sie nicht mal richtig durchsehen. KI-Sandbox brauchen wir alles nicht. Aber was hast du denn so für Fertigkeiten? Oh, gar keine in den Kampffertigkeiten. Das ist negativ, aber dafür bist du sonst sehr gut. Also, ich denke, ich nehme dich mit. Zurück und weg. Erstmal. Dann mal los. Und du? Gehen wir. Ja, was machst du denn mit meinem Tisch? Mensch, Utgard. Da habe ich auch, also mit dem Namen kann ich eh nichts anfangen, von daher. Ich gebe dir erstmal den Befehl, dieses Haus als Heimat anzuerkennen. Wartet hier, nein, ich möchte nein. Nee, alles nein. Wo war das mit dem, mit dem Haus? Nee, das war nix. Was kann ich da eigentlich machen? Ah, nichts Interessantes. Gut, dann geh nochmal zurück hier in dem Menü. Charakterinformation. Ja, was siehst du denn so fragwürdig aus? Befehle war es, glaube ich. Tanzt für mich. Ihr seid entlassen. Relaxed an diesem Ort. Nee, aber zuerst will ich, dass du mir mal dein Zeug gibst. Ausrüstung. Generelle Bekleidung. Gut, dann gib mir mal. Die sähe doch sicher toll an der neuen aus. Die nehmen wir dir ab. Die Kultistenmaske will ich nicht, dass die angezogen wird von meiner neuen. Aber genauso wenig will ich, dass du sie trägst, während du hier relaxst. Dann. Stahlplattenrüstung? Nee. Die ist so langweilig. Das möchte ich gerne haben. Und den Dämmerbrecher möchte ich haben. Und die Pfeile kannst du mir auch geben. Du kannst mir jetzt eigentlich alles geben, was du so hast. Die behältst du. Ah, weißt du was? Ich kann dir die abnehmen. Die bringt nämlich ein bisschen Geld. Und jetzt siehst du aus wie eine Hausfrau, die mein Haus hütet. Das ist doch perfekt. Das nehme ich dir ab, das nehme ich dir ab. Und das war's dann. Okay, Charakterinformationen. Nee, Befehle. Aber warum kann ich nicht das Haus... Also normalerweise kann man ja ein Zuhause angeben. Das passt mir jetzt nicht so ganz. Aber relaxed bitte an diesem Ort. Gut, dank dir. Und jetzt rüsten wir dich noch aus. Gehen wir. Wo ist sie hin verschwunden? Ah, okay. Gut, gut. Ja, du kannst schön den Haushalt regeln. Ich bin noch da. Mach dich mal nackig, bitte. Es sieht ja auch keiner zu. Keine Angst. Sehr schön. Und jetzt möchte ich, dass ich deine Kleidung handhaben kann. Bitte. Okay. Dann immer Helm im Kampf tragen. Das heißt einfach, dass sie außerhalb vom Kampf keine Helme trägt. Und jetzt kleiden wir dich erstmal fix ein. Dämmerbrecher. Dann kriegst du ein schönes Schild. So ich dann eins hab. Diese Rüstung, ja, die sieht perfekt an dir aus. Das kannst du anziehen, warum nicht? Besser als irgendein schlecht aussehender Helm.
Schuhe, was habe ich für Schuhe? Also die kriegst du. Und Schuhe habe ich keine. Mist. Und warum habe ich schon wieder keine Schattenstiefel an? Also, das ist komisch. Ah, wahrscheinlich, weil ich neu laden musste, ich Depp. Ich bin so ein Depp. Gut, das kriegst du. Und damit wäre das eigentlich schon mal alles erledigt. Ja, Waffen hast du. Schild hast du. Okay. Sehr schön. Und diese Utgert hat erstmal so eine Sauerei gemacht. Schrecklich. Gut, also wir machen hier erstmal einen Cut. Ich werde noch ein bisschen Zeug hier im Haus verteilen, damit das Ganze heimlich wird. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Moment, noch schön ins Profil gehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.